von höchster Dringlichkeit. Ich muss. Kannst du mir nochmal sagen, wie man deinen Namen ausspricht? Oder soll ich dich einfach Pflaume nennen? Pflaume. Ja, du heißt einfach Pflaume. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Gute Entscheidung. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Dass ich deinem Ärger aus dem Weg gehe? Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Yes. Womöglich sogar verflucht. Nur weil sie nicht auf dich steht? Lass mich die Symptome erraten. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat. Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht lassen. Wie hieß die nochmal? Vivian? Ich fürchte, sie oder irgendwie ist das so hieß sie doch. Böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Okay, sag mir, wieso kommst du darauf, dass sie verflucht Warum ist? Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Jetzt hau doch einfach raus und laber nicht so rum. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Vivienne. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Oh, du Gatz, so eine Scheiße. Ich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Interessant. Und dann? Und dann begann sie plötzlich mitten im Satz zu kreischen. Da hat sie dich das erste Mal angeguckt, oder? Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal. Als würde sie sich in Luft auflösen. Und jetzt willst du, dass ich das irgendwie rausfinde? Was soll ich denn machen? Vielleicht hast du dich verhört? Wie kann man sich bei einem Schrei verhören? Frag mal, ob ihm sonst noch was aufgefallen ist. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist. Und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Mhm. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Vielleicht schläft sie auch einfach. Pfeife. Ja, komm. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Du willst jetzt, dass es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Ohne Scheiß, du willst jetzt, dass ich mitmache. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier. Ach, das ist doch Laufkundschaft. Kannst du mit ihr sprechen? Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Als ob du es gewinnen würdest. Ja, erzähl mir erstmal von dem Turnier. Wie funktioniert das Turnier genau?
Das ist die Veranstaltung des Jahres. Ja. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehren. Was ist denn der große Preis, Freundchen? Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Herr Schießkünste? Ich kann kein bisschen schießen. Große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Na gut, wenn er sich qualifiziert hat, ne, dann kann es ja gar nicht so schwer sein, oder? Komm, was gibst du mir dafür? Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Was verlangst du? Okay. Jetzt mal wieder meine tollen Verhandlungskünste beweisen. Ich schlag einfach mal auf 600 auf. Macht er wahrscheinlich sowieso nicht. Aber okay. Ich habe Freunde, die ich fragen kann. Sicher leihen sie mir was, aber nicht mal das würde reichen. Kannst du nicht etwas runtergehen? Ach, Pflaume. Für dich, komm. Mach mal 580. Ich habe Freunde, die... Junge! Sicher leihen... Dann mach mal 570, aber weiter gehe ich nicht runter. Ich habe Freunde, die... Ja, wie viele Freunde hast du denn? Sicher 565. Ich habe Freunde, die... Ey. Das gibt's doch nicht. Einverstanden. Ja, komm. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Ich habe zwar gerade 7000 Gold ausgegeben, um mein ganzes Weingut zu erneuern. Und von dir kriege ich gerade mal 560. Das sind Peanuts, Mann. So. Oh, ein schöner Vogel. Hui. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Ist das dein Ernst? Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Junge, ich hab dich in dieser Scheiß-Arena gerettet. Du wärst tot, wenn ich nicht existieren würde. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Ich gebe dir keine Kostprobe. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Mit gar nichts davon, Mann. Ich muss nicht üben. Ich wende alle erwähnten Künste täglich an. Und zwar gegen Monster, nicht gegen Ziele und Attrappen. Ich brauche keine Übungen. Ich gehe direkt zum Turniergelände und melde mich an. Oh, man muss es echt nicht machen. Also wenn ich mich da jetzt mal nicht übernommen habe, ey. Naja gut. Anmeldezelt, nimm an dem Turnier teil. Ja, sollen wir das jetzt machen, bevor ich hier mal zum Friedhof gehe? Und das mit den Hexer, Mutagenen interessiert mich alle. Mutationen. Interessiert mich eigentlich auch. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann machen wir doch erstmal das. Okay, hier links ist jetzt das Anmeldezelt, oder was? Was ist das für ein... Sind das die Leute, die teilnehmen? Bist du der, den die Herzogin zur Hilfe geholt hat? Das sind die Leute, die teilnehmen? Palmerin nimmt teil? Okay, das ist der Einzige, den ich kenne. Aber cool, der nimmt teil. Dann hau ich dem doch ein paar aufs Maul. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Der Typ ist ja netter. Toussaint's Probleme. Hallo, ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Was? Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Aber? Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Was? Ravix von... was ist denn das? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Die Stimme passt irgendwie nicht so zu seinem Aussehen, oder? Unter dem Namen Ravix von Vierhorn
hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Ah ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. So, und was willst du mir noch zu meiner Persönlichkeit hier sagen? Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Maeve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Interessant. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Na, natürlich. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Ja, wieso soll ich denn als Ritter Ravix hier teilnehmen und von vier hören? Das hört sich auch noch scheiße an. Ich nehme natürlich als Geralt von Riva teil. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Was? Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Okay. Dann. Vielen Dank. Und vielleicht will ich auch gar kein Andenken. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Nee. Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Ich wüsste gern erstmal, was ich gewinnen kann. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Okay. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Erfahre ich auch, wer das ist? Der Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Ein Schwert können wir also gewinnen? Das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Muss ich irgendwie ein Eid leisten, oder? Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Ich darf mir eine aussuchen. Was gab's da nochmal für Tugenden? Hab schon wieder vergessen. Ja, und erzähl mir jetzt noch, was ich machen muss, dann wissen wir ja alles. Die Jo hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Das Schwierigste. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Was? Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Okay, hört sich ja alles ganz cool an. Aber ich glaube, mit dem Schießstand werde ich ein bisschen Probleme haben. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Auf was kann ich schwören? Ich schwöre beim Reiher, ich schwöre bei meiner Liebsten, ich schwöre beim Strass der Herzogin. Was? Ja. Beim Straps der allergnädigsten Herzogin, ich werde die Rittertugenden im Wettkampf achten. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen.
Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Was genau unterschreibe ich da? Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen. Was heißt denn hier? Guillaume arrangiert. Angemessene Rüstung? Schau dir mal meine Rüstung an. Eine der besten im Spiel. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Okay. Das könnte jetzt ein bisschen abenteuerlich werden. Ach komm, das schaut doch scheiße aus, Leute. Kann ich bitte einfach meine Rüstung anziehen? Geil, der hatte gerade eben noch ein Schild auf. Jetzt ist es schon wieder weg. Boah, das schaut doch echt... Alter, so kann man sich doch drauf... Jetzt werde ich hier noch von so einem kleinen Mädchen angerempelt. Ja, das ist ja ein super Start ins Turnier. Also so kann man sich doch draußen nicht zeigen. Das schaut ja... Zeigen. Das schaut ja mega räudig aus. Hallo, guten Tag. Schießstand. Ich würde es dann, glaube ich, doch gern mit Maus und Tastatur machen. Ich spiele ja an sich immer mit dem Controller, aber ich glaube, mit Maus und Tastatur könnte der Schießstand einfacher sein. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man da überhaupt mit der Armbrust schießt. Ich probiere es einfach mal. Wird schon schief gehen. Huch, und auf mysteriöse Art und Weise ist mein Bart gewachsen. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Hey, Palmerin. Was geht ab? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen. Ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll. Als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch. Ich hab doch eine Sonnenbrille auf. Spielen wir derweil eine Runde Gwint. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Okay, ich habe schon lange kein Gwint mehr gespielt. Schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Zu einer Partie Gwint sage ich nie nein. Ich habe schon oft genug zu einer Partie Gwint nein gesagt, Geralt. Lüg ihn doch nicht an. Okay, gut. Hätten wir das geschafft. Gratulation. Wir tauschen wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Ich bin jetzt echt mal gespannt, weil ich glaube, ich werde jetzt einfach so daneben schießen. Müssen wir mit dem Bogen schießen? Ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Wieso müssen wir gleich mit dem Bogenschießen anfangen? Das ist doch scheiße. Seht nur, Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Wirklich nicht? Dann kommst du wohl nicht so viel rum, ha? Mich kennt jeder. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Scheiße, Mann. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich echt... Ich weiß gerade gar nicht mehr die Taste. Was muss ich denn überhaupt drücken, um die Armbrust rauszuholen?